Freundin hat mich gebeten, ein paar Worte dazu zu sagen, was ich mir aussuche oder was ich mir dabei denke. Das fällt mir ein bisschen schwer, aber ich werde es jetzt mal probieren. Wie schön ist meine Liebe, wie schön ist, die mir das Liebste ist. Wir sind in einer ganz einfachen häuslichen Szene, in der wir ein Mädchen sehen mit einem ganz schlichten Hauskleid und einer einfachen Haarklammer im Haar. Niemand würde jemals wissen, wie schön sie war. Es folgt ein weiteres Bild, in dem die Mädchen aufgerufen werden oder ins Bild gebracht werden. Die Mädchen aus Auschwitz und die Mädchen aus Dachau. Und dieses Bild ist kein grausiges Bild. Die dichterische Sprache ist hier noch verhaftet an dem Begriff des Schönen und des Schlichtschönen. Und ich empfinde es so, dass dieses ins Bild nehmen dieser Mädchen die unglaubliche Größe, dieser Reichtum an bereichernder, die Welt bereichernder Schönheit zeichnet. All diese wertvollen und wunderbaren Geschöpfe, Menschen, Mädchen. Habt ihr meine Liebe gesehen? Ändert sich die Sprache. Sie ist nicht mehr ideell besetzt mit Begriffen wie schön. Sie ist sehr beschreibend und wir hören die Schilderung einer Deportationsszene, in der Menschen das Schlichteste, was ein Mensch an sich haben kann, abgesprochen wird. Sie werden versachlicht. Strophe sind wir wieder in einem ganz einfachen, wunderbaren Bild, in einer familiären Szene, in der eine Mutter ihre Tochter liebkost und der Bruder seine Schwester küsst. Niemand wird jemals wissen, wie schön sie war. Es wird ein weiteres Bild gemalt, in dem die Mädchen versammelt werden in ihrer Schönheit, die man ihnen und uns allen geraubt hat, weil wir alle davon abhängen, dass wir das Schöne teilen können, um alle gemeinsam eine Seele zu behalten. Es wird hier eine poetische These, eine philosophische These angesprochen, nach der wir nicht nur essen und trinken und existieren müssen, sondern eben auch Ideelles, existenziell benötigen. Und mit dem Hinweis darauf, dass niemand das jemals wissen wird, wird die Armut ausgedrückt für alle Menschen, die jetzt seelisch verarmt weiterleben müssen, ohne Anteil an dieser Schönheit haben zu dürfen. Der dichterische Blick öffnet sich immer weiter über diese Schönheit.
das enden soll. Versachlichung von Menschen, die nur ein Anrecht erwarten auf das Allereinfachste. Habt ihr meine Liebe gesehen? Wir haben sie gesehen und es folgt wieder ein sehr ernüchterndes, erschütterndes Bild in einem Stimmungswechsel, einem sprachlichen Registerwechsel. Und es wird eine Szene, ein Blick in eine dieser deutschen, unserer. Wir sollten nicht immer in der dritten Person sprechen, wenn es um diese Verbrechen geht. Die Deutschen haben das getan. Die Nazis am besten. Dann kommt nicht mal mehr das Wort Deutsch vor, als ob das Aliens gewesen wären. Wir Deutschen, unsere Vernichtungslager, sollten wir schon aufarbeiten, dass wir das waren. Ich möchte noch erläutern, dass es sehr interessant ist, dass das Motiv des verlorenen Sohnes, das ein sehr populäres Erzählmotiv über viele Jahrtausende ist und dass die Notwendigkeit einer Hoffnung auf Existenz ausdrückt. Der verlorene Sohn, der vielleicht heran hätte wachsen können und eine bessere Zukunft bringen können. Diese Idee einer Erlösergestalt, einer Hoffnungsprojektion für die Zukunft, die es zumindest ermöglicht, überhaupt nur hoffen zu können. Aber diese Hoffnung ist existenziell im Sinne von Pragmatik besetzt. Überleben, essen, trinken, funktionieren, sich um die Gesellschaft, um die eigenen Lieben zu kümmern, politisch zu existieren. Und hier wird diesem bekannten Motiv etwas anderes entgegengesetzt, dass das, was ich schon mal erwähnte, nochmal verstärkt. Die existenzielle Not, die eben auch da ist, dass wir diese Schönheit, die symbolisiert werden durch diese Mädchen, dass wir die auch brauchen, dass wir nicht leben können, dass unsere Seelen verarmen. Und dass ein Verbrechen geschieht an allen, denen, die das Recht haben, einfach nur das Schlichteste am Leib zu tragen, ihre Würde. Aber auch an allen Menschen, weil alle Menschen ihre Seele verlieren und mit einer beschädigten oder ohne weiterleben müssen. Wenn man uns allen das Recht raubt, teilzuhaben am Wert aller. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε.
ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του Άουζιτς, του Δαχάου κοπέλες, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου. Την είδαμε σε μαγρινό ταξίδι. Δεν είχε πια το φόρεμά της, ούτε χτενάκι στα μαλλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου. Μην είδαμε σε και τ' αδερφού της τα πια. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι.